Drei YouTuber, die gar nicht so reich sind, wie man vielleicht im ersten Moment erst denkt. Zumindest wenn das Vermögensmagazin keine Scheiße labert. Platz Nummer 3 ist Monte mit einem geschätzten Vermögen von 2 Millionen Euro. Also meiner Meinung nach muss das auf jeden Fall höher liegen, weil zum Vermögen ja auch Sachwerte dazu zählen. Und alleine sein Haus, seine Wohnungen und auch seine VGAs sollten eigentlich schon fast genauso viel wert sein. Wenn ihr jetzt reinfolgt, wäre mir das mindestens genauso viel wert. Platz Nummer 2 ist Knossi, der angeblich ebenfalls ein Vermögen von 2 Millionen Euro hat. Im ersten Moment natürlich etwas surreal, dass Knossi angeblich genauso viel Geld haben soll wie Monte, aber wenn man ein wenig mehr darüber nachdenkt, macht es eigentlich Sinn. Weil er ist viel im Fernsehen, hat sehr viele Kooperationen und lebt, glaube ich, auch nicht so den teuren Lifestyle wie ein Monte. Und er macht das auch noch nicht so lange, dass er wesentlich mehr Geld haben könnte, aber was meint ihr? Und Platz Nummer 1 ist wirklich der größte Cap, den ich diesen Monat gesehen habe, nämlich soll Revi angeblich nur 1,5 Millionen Euro besitzen. Alter, der hat gefühlt 10 Immobilien, wen wollt ihr hier eigentlich verarschen? Das müssen Fake News sein.